Felix war 8 Monate alt, als bei ihm die Hämophilie festgestellt wurde. Die Hämophilie, im Volksmund auch Bluterkrankheit genannt, ist verursacht durch einen Mangel von entweder Faktor 8, der Gerinnungsfaktor 8 bei der Hämophilie A, oder aber der Gerinnungsfaktor 9, der die Hämophilie B verursacht. Wir haben bei ihm erstmal Hämatome, blaue Flecken am Bauch entdeckt, sind zum Kinderarzt und dann sind wir aber auch in die Uniklinik, weil die nicht besser wurden. Und in der Uniklinik wurde dann eben halt die schwere Hämophilie A bei ihm diagnostiziert. Wir haben schwer betroffene Patienten. Das sind Patienten, die genetisch bedingt keinen Faktor 8 oder Faktor 9 bilden. Er hat sich eigentlich immer nur von Rücken auf den Bauch gelegt. Und deswegen dachte der Arzt damals, das wären Prellungen, weil er eben halt vielleicht mit dem Bauch auf einen harten Gegenstand gekommen ist. Und uns ist das eigentlich gar nicht so aufgefallen, dass es deswegen sein könnte. Viele Leute stellen sich die Blutungsneigung vor, indem sie denken, wenn ein Patient sich schneidet, eine offene Verletzung hat, er dann als Konsequenz verblutet. Diese Patienten sind aber viel eher von inneren Blutungen, insbesondere in die Gelenke, in die Muskulatur, natürlich auch in die inneren Organe betroffen. Klar, der ständige Druck und Stress und was passiert gleich oder wir müssen jetzt jedes Mal fast zum Wochenende hin immer in die Klinik. Und wir haben ja noch einen anderen Sohn gehabt und der musste ja auch quasi immer mit oder wir mussten gucken, wo er dann hinkommt. Damals war der um die 10 Jahre alt. Es drehte sich eigentlich alles um Spritzen, Hämophilie, Krankenhausaufenthalte, nachschauen, nachgoogeln, also was die Eltern immer so manchmal machen. Und ich war ja sehr daran interessiert, wie kommt man voran oder was da dürfen wir, was dürfen wir nicht. Und das war nur noch geprägt. 24 Stunden, auch in der Nacht, weil es immer auch zu spontanen Blutungen kam. Es war ja, er musste ja sich nicht verletzt haben irgendwo, sondern es kam ja auch zu spontanen Blutungen. Es ist eine Erkrankung, die nahezu ausschließlich Jungs betrifft. Es ist eine sogenannte X-chromosomal übertragene Erkrankung. Felix hatte ja auch noch diese Hemmkörperhämophilie bekommen und deswegen mussten wir noch mehr spritzen. Das hieß morgens und abends. Und irgendwann mal, als er 6 Jahre alt war, kam es eben halt zu einer neuen Therapieform, die wir dann schließlich dann doch gewählt haben für ihn. Und seitdem spritzen wir ihn seit vier Jahren und weniger. Unterscheiden die Akuttherapie von der vorbeugenden prophylaktischen Therapie. Mit der prophylaktischen Therapie möchten wir Blutungen vorbeugen. Hier haben wir die Möglichkeit, den Faktor direkt zu ersetzen. Das geschieht üblicherweise in die Vene oder mit einer modernen Therapie andere Möglichkeiten zu nutzen, den Patienten weniger belastend, aber auch blutungsprotektiv zu behandeln. Wir wollten ihn aber auch nicht ständig nur behüten und umzingeln, in Watte packen, sondern wollten ihm auch so einen normalen Alltag geben, ne? Mit Beweglichkeit und auch mit Freunden und auch mit Laufen. Prophylaxe heißt zum einen natürlich Vorbeugung von Blutungen, das heißt aber auch im anderen Sinne möglichst volle soziale Integration. Und da gehört natürlich die körperliche Aktivität dazu.